Ich bin gestern von Köln nach Wien geflogen zur Familie und habe dann am Abend einen Anruf bekommen von Aki. Und dann bin ich heute in der Früh wieder hergeflogen. Für mich selbst logischerweise, ja, wahrscheinlich so wie für Sie auch für mich eine überraschende Situation, aber eine außergewöhnliche Möglichkeit für mich. Hier bei diesem Club, mit diesen Möglichkeiten, mit diesen Spielern, diese Verantwortung hier anzunehmen, das ist was Außergewöhnliches für mich. Ich freue mich riesig drauf, Trainer sein zu dürfen, mit dieser Mannschaft, in diesem Stadion als Trainer sein zu dürfen. Das ist schon was Besonderes. Ich glaube, er hat in Köln über 4 Jahre, Peter, hervorragende Arbeit geleistet, den Club stetig entwickelt und vor allen Dingen gezeigt, dass seine Mannschaft eine große Stabilität auszeichnet. Das ist das, was uns zurzeit, glaube ich, am meisten fehlt. Ich glaube, es gibt keine großen Zweifel, dass diese Mannschaft hervorragend Fußball spielen kann, aber im Moment insbesondere eine defensive Stabilität fehlt. Und das erhoffen wir uns von Peter, von seinem Team. Für uns war jetzt in der Kürze der Zeit einfach wichtig, dass wir die Rückrunde jetzt vernünftig angehen. Da haben wir totales Vertrauen in Peter. Und das heißt im Klartext, dass wir davon ausgehen, dass es bis zum 30.06.2018 ist. Wenn Sie mich aber jetzt fragen, ob das in Stein gemeißelt ist, Herr Leibold, ist nichts im Leben in Stein gemeißelt. Aber das ist jetzt von beiden Seiten, und beim Peter war es genauso, es war der klare Wunsch, jetzt sich erstmal bis dahin zu committen. Was verändert sich denn? Wenn ich einen Vertrag habe bis 20, dann habe ich hier einen Rentenvertrag und den brauche ich nicht. Das ist für mich vollkommen okay, hier zu zeigen, hier zu schauen, was möglich ist, was mein Team in der Lage ist, mit der Unterstützung dieser Leute, in dieser Mannschaft auf die Beine zu stellen. Und da habe ich überhaupt kein Problem damit, die Situation anzugehen bis in den Sommer. Das ist für mich kein Problem.